Und jetzt nähern wir uns immer, immer mehr den größten Glücksmomenten des heutigen Abends. Eins ist den Nominierten auf jeden Fall schon mal sicher: sehr viele Neider. Weil, wie schon gesagt, es ist ein Erfolg, nominiert zu sein. Allein das ist schon ein neuer Spiegelstrich im Lebenslauf. Und es war auch ein harter Weg bis hierhin. Ich habe es schon erwähnt, diese zahlreichen Einreichungen. Vorschlagen kann übrigens jeder Internetnutzer, der irgendeine Seite im Netz super findet, eine App entdeckt hat, einen Podcast toll findet, der kann ein Online-Formular ausfüllen vom Grimme-Institut und somit einen Vorschlag machen. Jetzt gibt es natürlich vielleicht viele, die denken, toll, da muss ich jetzt mein Leben lang drauf warten, dass ich da irgendwie vorgeschlagen werde. Nein, gibt einen Trick. Man kann auch einfach einem Freund sagen, hey du, nominier mich da doch mal. Und noch viel einfacher, das wissen die meisten aber nicht, man kann sich einfach auch selber vorschlagen. Das geht auch. Dann geht es einen Schritt weiter, dann kommt die Nominierungskommission zum Einsatz, die sich in diesem Jahr aus allen Einreichungen auf 25 Nominierte geeinigt hat. Und dann ist die Jury dran. Und die Jury vergibt maximal 8 Preise in 4 Kategorien. Und da wird es jetzt wirklich hochspannend, denn diese Jury muss gar nichts. Diese Jury, die muss nicht 8 Preise vergeben. Die kann auch einfach sagen, nö, in diesem Jahr, da vergeben wir nur einen einzigen Preis. Oder die sagen, nö, in der Kategorie, da vergeben wir dieses Jahr gar keinen Preis. Also, es ist sicher, dass wir heute einen vollkommen unsicheren Abend vor uns haben.